Hallöchen zu einem zweiten Part von Let's Play Tomb Raider. Und ich bin gerade leider leicht ein bisschen frustriert, nur so ganz leicht. Denn, hab gerade den zweiten Part schon ein bisschen aufgenommen, war schon irgendwie so 6 Minuten drin. Und das Spiel ist abgekackt. Das Gute ist, es gibt ein Save State hier am Anfang des zweiten Levels. Ich habe es also, müsst ihr mir jetzt mal glauben, durch diese Tür geschafft. Dummerweise habe ich da nämlich kein Save State mehr. War jetzt auch nicht so schwer, hat 30 Sekunden gedauert, ich habe mich nicht aufgeregt, meine ich jetzt ehrlich, hat wirklich beim ersten Mal im Part funktioniert. Und ja, habe mich dann halt schon ein bisschen im zweiten Level umgesehen, habe da gerade ein übelst geiles Geheimnis gefunden und dann ist mir OBS gecrashed und das ist leider leicht nervig und das tut mir leid, also für mich, dass ich das jetzt nochmal spielen darf. Aber das ist halt das Ding mit alten Spielen, ne? Sie machen immer Probleme, egal wie neu sie aufgesetzt werden. So, und hier kamen jetzt irgendwie 18 Wölfe. So, okay, das lief, glaube ich, ein bisschen schlechter als beim letzten Mal, aber nicht so schlimm. So, hoffen wir, dass die Aufnahme jetzt durchhält, das wäre toll, und dass OBS durch den Crash nicht noch irgendwie nachhaltigen Schaden genommen hat, das wäre nämlich auch toll. So, jetzt muss ich aber primär erstmal wieder zu diesem fetten Geheimnis kommen, was ich gefunden habe. So, das will ich jetzt nochmal einsammeln, weil das war ein großes Medipack oder so, aber egal. So, da ist eine Tür und das zweite Level scheint eindeutig ein bisschen größer zu sein. Was ja okay ist. Weil das erste Level war so ein bisschen Tutorial nach dem Tutorial. Und das zweite ist jetzt halt ein richtiges Level. Was halt auch cool ist. Zumindest glaube ich, dass es ein richtiges Level ist. Und hier habe ich schon beim letzten Mal gesagt, das auf Gehör spielen ist hier irgendwie doof. Weil ich drücke auf Schießen. Und dann schießt sie erst irgendwie später. Wartet mal, das kann ich euch sogar zeigen. So, ihr habt halt irgendwie eine Sekunde oder eine halbe Sekunde Verzögerung. Auch ihr. Ich sehe das Bild live, also ohne Verzögerung. Aber ich höre den Ton von der Aufnahme. So clever das auch ist. Naja, was soll man machen, ne? Alte Spiele machen halt nur Probleme. Und ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, mein Tablet irgendwie vernünftig aufzunehmen. Das heißt, mein Tablet ist ein Nvidia Shield Tablet. Ziemlich cool eigentlich, weil es hat auch Shadowplay drin. Und für Leute, die Nvidia kennen, wissen, Shadowplay ist Master of Disaster. Eigentlich nicht, weil Shadowplay ist das Nonplusultra, was Aufnahmen so angibt von Spielen. Und auf dem Tablet funktioniert das auch super. Ich habe halt zum Beispiel auch, wenn man ein Review gesehen hat von Lara Croft Go auf Zockerrevier, habe ich halt auch komplett mit Shadowplay aufgenommen. Und das ist halt echt angenehm. Und theoretisch könnte ich halt auch das Let's Play so aufnehmen. Aber dann hättet ihr dieses komische Tablet-Format, was irgendwie 1080x1200 oder so ist. Also ein Stück höher oder breiter, je nachdem, wie ihr das Tablet haltet. Als, als Full HD, so als die 0815 Monitor. Und das ist halt nervig. So, das müsste man dann in der Nachbearbeitung skitchen und überhaupt Nachbearbeitung. Und ich habe mich ja mittlerweile so ein bisschen auf Live-on-Tape-Aufnahmen eingeschossen, sodass ich halt mit OBS so meine Szenen habe, in dem Fall jetzt Aufnahme und Endcard, ist jetzt für Let's Play, für Let's Play ist OBS eigentlich super, halt echt schön live on Tape aufnehmen kannst. Und dann halt auf Aufnahme drückst du auf Stopp und hast dein fertiges File, was du so hochladen kannst. Klar, du musst währenddessen ein bisschen aufpassen, ich muss zum Beispiel während den Cutscenes live Audio mixen und so ein Scheiß. Aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Das geht, weil man hat dadurch einfach die Vorteile, dass man die Files nicht mehr in Premiere schmeißen muss und rendern und so ein Scheiß. Und das ist halt schon angenehm, also. Ich finde es super. So, da vorne ist das Artefakt, wo mir von OBS abgeschmiert ist. Und ja, hier müssen wir uns beeilen. Diese Plattform zerbrechen unter uns, bla bla bla. Gucken, ob es mir beim zweiten auch gelingt. Ja. Also bin ich cooler, als man denkt. So, dann nehmen wir das mal mit. Beim letzten Mal hat sich irgendwie die Kamera hinter Lara verfangen und man konnte ganz schön sie angucken von vorne. Und Harry erzählt so, ja, Laras Brüste, die sind ja aus Versehen entstanden, weil ein Entwickler aus Versehen, ich mache gerade so Anführungszeichen in die Luft, den Regler für die Brüste auf 150% geschoben hat. Ja, also da muss man, das passiert mir auch ganz häufig,
wenn ich irgendwie in Photoshop sitze und da zufällig ein Bild einer Frau drin ist, dass ich da aus Versehen auf das Werkzeug komme, hier verflüssigen und aus Versehen die Brüste vergrößere. Das passiert, also da ganz zufällig verklickt, also. Tut mir, also das ist halt wirklich, das passiert nicht gerne. So, und jetzt ist es eigentlich sinnlos, dass ich speichere. Weil hier ist der Safe State, wo ich das Artefakt eingesammelt habe und das überspeichere ich jetzt. Das macht alles total Sinn. Warte mal. Die 13, das ist gar nicht die Spielzeit, die 13, das ist die Uhrzeit. Deswegen verändert die sich so wenig. Ich dachte, das wären irgendwie 13 Minuten, 30 Sekunden in-game oder so. Aber nee. Das ist die Spielzeit, das ist ja cool. Also die richtige Real-Uhrzeit. Da seht ihr, 13 Uhr spiele ich so. So unmenschlichen Uhrzeiten. Was, hat mir das jetzt gebracht? Komm doch hier nicht raus. Kann ich den rausziehen? Klappt das auch? Ah, okay. Das macht natürlich mehr Sinn. Aber gut, dass mir das Spiel die Option gibt. Hey, du kannst es auch ziehen. Warte mal. Kann es doch ziehen, oder? Ja, gut. Kann ich es vielleicht ganz rausziehen? So richtig weit rausziehen? Und dann kriege ich da vielleicht irgendwie noch ein Artefakt dahinter oder so? Das würde ich alten Spielen zutrauen, dass sie sowas machen. Oh, warte mal. Ich wette, dieses Heu ist nicht ganz so unnötig da. Ich wette, wenn ich das da reinschiebe, dann kriege ich es nicht mehr raus oder so. Hm. Auch das würde ich alten Spielen zutrauen. Oh Gott, das sieht doch schon wieder so nach Gefahr aus. Ich habe dich gehört, du dämliche Fledermaus. Wenn ich dich finde, mache ich dich platt. Okay, das ist definitiv ein Raum und hier sind definitiv Sachen. Das ist mal definitiv sicher. Ach, guck mal, da ist ein... Was ist das? Ein 2D-Sprite von einem Gegenstand. Ein goldener Götze. Ich habe den Götze eingesammelt, der kann jetzt Tore schießen im Fußball. Oder hieß der anders? Gomez? Ach, scheißegal, ich habe sowieso keine Ahnung von Fußball. Ah, ein Schlüssel. Ich glaube, den brauche ich für diese Tür vorne. Glaube ich. Kriege ich bloß nicht eingesammelt, weil ich auch sowieso die falschen Tasten drücke. Und halt auch am Item vorbeilaufe. So, das ist halt geil. So, am Item vorbeilaufen ist immer wieder... Keine Ahnung, wie auf eine geile Idee kam, das zu machen. Steuerung und so ein Scheiß so, aber hey, was soll's. Ja, cool. Läuft. Ich bin doch gar nicht so doof. Da komme ich da hoch? Kann man da hoch? Gibt es da was zu holen? Warum drücke ich springen? Das werdet ihr noch häufiger sehen. Ich werde die Tasten noch so lange verwirrt angucken, bis sie das Richtige machen. Nee, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Oder vielleicht war ich da oben schon, als ich das Artefakt eingesammelt habe. Man weiß es nicht und würde es vielleicht auch nie erfahren. Ah, ich glaube, weiß nicht, ob ich da hochkomme. Sagt's mir in die Kommentare, falls ihr das überhaupt kommentiert. Nur, könnt ihr ja machen. Aber ich muss sagen, so ein bisschen entwickle ich doch gerade Spaß dran. Oh, ich habe schon wieder Facebook aufgemacht. Das wird nicht besser. Oh, mein Akku ist im roten Bereich. Das heißt, das wird definitiv der letzte Part. Da muss ich erstmal einen Akku laden vom Tablet. Das ist nämlich auch doof. Ich kann nicht gleichzeitig meinen Akku laden und das Spiel capturen, weil ich den USB-Port von meinem Tablet, der zum Akku laden ist, für mein Gamepad brauche. Ja. Das ist halt das Problem mit moderner Technik, ne? Das ist halt kacke. Ich hab's versucht, das Spiel auf dem Android-Emulator auf PC laufen zu kriegen. Hat aber auch nicht funktioniert. So, und jetzt mache ich mal aus Neugier, will ich das Ding hier auf diesen Ding drücken. Ich will wissen, was passiert. Nein, Laura. Weiter drücken. Okay, es passiert gar nichts. Okay, das ist auch interessant. Haben wir das auch geklärt. Statt das Ding jetzt zurückzuschieben, werde ich einfach mein Safe Game laden. Und dann hier hochklettern. Das hat gut funktioniert. Sie läuft gerade dran vorbei, habe ich das Gefühl. Jetzt will sie mich schon wieder ärgern. Vielleicht macht sie das ja wirklich. Dieses Spiel ist dafür programmiert, dich zu ärgern. Gott, wie komme ich denn da jetzt rüber? Habe ich das mit einem galanten Sprung? Nein, die Steuerung ist scheiße. Gut.
Das heißt, ich muss das Ding doch wieder zurückschieben, sonst damit ich irgendwie horizontal springen kann. Vertikalität, das war in Zeiten der PlayStation 1 noch nicht so das Ding. Ach Gott. Das heißt, das Vieh einfach nur schieben, Laura. Ist sowieso ein gigantischer Felsklotz. Respekt, dass du den so geschoben kriegst. Ist auch geil, Doppelbelegung. So klettern und interagieren auf einem Knopf zu legen, ist auch eine super Idee. Also, das kann mich halt echt nicht wehren. Das macht mich gerade fertig. War das wirklich damals ein Glitch? Ich glaube, das war doch ein Glitch irgendwie, ne? Das haben sie doch auch eingebaut. Ach nee. Ach nö. Ach nö. Wie komme ich denn? Ich dachte, ich... Ah! Ich komme hier gar nicht raus. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Da kann ich ja, wenn ich das Ding hier rüberschiebe, komme ich da nicht hoch mit dem Stein, glaube ich. Da bin ich mir, ich glaube, so sehr habe ich die Steuerung mittlerweile verstanden. Dann muss es doch irgendwie hier hinten weitergehen. Oder es hat was doch mit diesem, falsche Taste, doch mit diesem Heuzeug zu tun. Ich werde den Stein jetzt doch mal hier drauf schieben. Dann mal schauen, was passiert. Vielleicht, wenn ich auf den Stein drauf springe oder sowas. Naja, fast. Vielleicht ist das ja, sind wir dann schwer genug? So, wir springen noch? Nee? Okay, Physik ist nicht so das der Sinn des Spiels. Es ist kein Half-Life. Ja, doch, das sieht aus, als würde ich hier oben irgendwie weiterkommen. Oh, wait. Ich kann natürlich auch den Stein einfach komplett hier durchzerren. Und dann könnte ich vielleicht da hochklettern. Oliver, du bist ja ein brillantes Genie. Man könnte meinen, du hast ein Abitur und studierst. Du bist halt so clever. Das ist halt nicht mehr, das kann ja keiner erzählen. Also, du warst ja so gut. Man könnte ja meinen, du wärst awesome und geil. Also, da bin ich jetzt schon. Ich muss sagen, da werde ich gerade selbst ein bisschen geil von mir selbst. Hört irgendjemand zu, was ich hier labere? Ich hoffe nicht. Okay, das ist echt furchtbar. Okay, ich schätze, der Stein rauszerren wäre halt nur die Option gewesen, wenn er zu doof gewesen wäre, rüber zu springen. Das Lustige ist, ich war nicht zu doof, das Item von da oben zu holen, aber bin jetzt zu doof, den Rest des Abschnitts zu verstehen. Naja. Ist okay, kann man mal machen. So, irgendwie habe ich jetzt doch gerade Lust auf Anniversary. So, keine Ahnung. So, jetzt gerade bekomme ich Lust auf Anniversary. Vielleicht spiele ich das die Tage auch nochmal an. So, mal gucken. Vielleicht mache ich jetzt gerade so, vielleicht mache ich jetzt so ein bisschen so eine Retro-Tomb Raider. Ich gucke mir alles mal an. Videoreihe. Würde euch das gefallen? Schreibt es in die Kommentare. So, nein. Hochdrücken und dann interagieren drücken. So. Doppelbelegung, ey, für den Po. Wie was, wie wo, wieso? Im Po? Ach so. Aha. Da hätte man echt früher drauf kommen können. Ich sehe, ich höre Kakerlakenfliegende. Scheiß Drecksvieh. Oh, ein Medikit. Und noch mehr fliegende Kakerlaken. Ich sehe nichts, aber ich höre sie. Tot. Okay. Ich glaube, alle Römer sind weg. Das ist gut. Ja, aber wie gesagt, schreibt mir das wirklich mal. Also, Tomb Raider 2 habe ich ja, wie gesagt, auch noch auf Android. Wäre also nur das kleine Problem, wie die ich auch hier habe beim Aufnehmen. Also, es geht theoretisch. Tomb Raider 3 und folgende habe ich aber zum Laufen bekommen auf dem PC so ein bisschen. Also zumindest Tomb Raider 3 aufwärts könnte also auch funktionieren. So war das nicht gedacht, aber ich konnte da oben sowieso nicht rüber, oder? Nö. Gut. Jetzt die Frage, wo bin ich? Wo hat es mich hin verschlagen? Ach, hier bin ich wieder. Okay. Dann ist die Frage, wo ist die Tür mit dem Schlüssel? Und ich sollte vielleicht mal wieder speichern.
So. Läuft. Ey, da stand gerade Lead Time. Fand ich lustig. Habt ihr auch nur Ton auf dem rechten Ohr? Gibt es nur mir so? Hier gibt es bestimmt noch viel mehr zu entdecken. Aber ich will jetzt einen Schlüssel da benutzen. Finde ich gut, dass sich da das Menü automatisch öffnet, wenn ich interagieren drücke. Das hätte ich ja auch alten Spielen zugetraut, dass du da jetzt... Nee, du musst jetzt aber nochmal das Menü aufmachen. Und dann musst du noch... Das gefährliche Fallen! Gott. Oh Gott, ja, warum läufst du jetzt diese schräge Kante da nicht hoch? Oh Mann, ich dachte, ich bin jetzt clever und weiche dem Vieh einfach aus. Aber nö. Oh, ihr Gesicht, ihr aggressives Gesicht beim Schießen. Oh, kletter halt hoch! Da kann ich der Löwe nicht so schnell fangen. Dann drückst du interagieren und schießt ihn kaputt. Oh ja, was? Wo kommen die denn jetzt her? Oh Gott, ist dieses Spiel gerade furchtbar. Ich lebe noch, meine Damen und Herren. Damit haben sie nicht gerechnet, ich weiß. Aber ich, der Meister Tomb Raider Spieler, lebe noch. Das hättet ihr nicht gedacht. Weiß. Aber hey, ich bin halt awesome. Ich bin halt der beste Tomb Raider Spieler auf diesem Planeten. Mit Ausnahme von anderen Leuten, die das noch besser können, weil es gibt so Speedrunner und die sind einfach nicht normal. Das sind verwöhnte Arschgesichter, die spielen den ganzen Tag nur dieses Spiel, rauf und runter. Und das ist halt einfach nicht normal. So, die sind komisch. Die sind sehr merkwürdig und mögen Nazis. Man kann ja auch lügen. Entschuldigung, falls irgendjemand zuguckt, der jetzt Tomb Raider Speedrun oder sowas, ist nur ein Witz. Nehmt sich persönlich. Also, ich bin halt gerade nur frustriert vom Spiel, nicht von euch. Es ist halt nur traurig, dass es immer irgendwo einen Sechsjährigen gibt, der es besser kann als man selbst. Außer man spielt Call of Duty, das ist nicht traurig. Das ist mir scheißegal. Weil ich spiele kein Call of Duty. Ich bin erwachsen, ich habe Ahnung von guten Spielen und deswegen weiß ich, von Sechsjährigen verseuchte Call of Duty Server muss ich gar nicht angucken. Mit dem Arsch nicht. Also. So läuft das. Habe ich schon gespeichert. Was habe ich eigentlich noch so im Menü? Kompass. Aha! Norden ist links. Haben wir das auch geklärt? Dann haben wir Knarren. Mhm. Wow, ich kann sie auch so ausrüsten. Wie geil. Und noch ein Medikit. Ich habe sogar drei davon. Läuft. Was können wir hier noch machen? Ton. Atmosphäre. OST. Ach, ich kann auf Original-Soundtrack umstellen. Egal. Oder? Wir stellen mal auf Original-Soundtrack einfach mal, um so auszuprobieren, was so läuft. So, Detailstufe sollte auf Uber stehen. Kontrollen. Aha. Ich glaube, ich kann das Menü hier vielleicht auch umändern. Mache ich jetzt aber nicht. Ist mir zu kompliziert. Die Steuerung ist kacke. Ich finde es ja schön, dass Android-Spiele mit Gamepad laufen. Sonst ist es ja auch immer angenehm, ne? So, ich habe auch das Android Dead Space mal angespielt, falls da auch mal irgendwie Interesse dran ist. Dass ich das vielleicht mal anspielen soll, sagt Bescheid. Ist eigentlich ganz lustig und läuft halt auch mit Gamepad. Sieht auch gar nicht so kacke aus. Das Wasser sieht ungesund aus. Da wurde schon länger nicht mehr geklort. Aber hey, ich glaube, ich konnte in Tomb Raider 1 konnte man doch auch schon schwimmen, ne? Meine Anniversary hatte doch mehrere Schwimmpassagen an sich. Und von daher könnte das gehen. Was zur Hölle? Was ist das für ein Sprung und wer soll den schaffen und wieso? Wir werden sehen. Okay, das war einfach. Aber ich bin ja auch der beste Tomb Raider Spieler dieses Planeten. So, und deswegen werde ich jetzt diesen Sprung natürlich auch ohne Probleme schaffen. Aber vorher zeige ich euch, dass Lara schwimmen kann. Das hättet ihr nämlich nicht gedacht, dass das auch funktioniert. So, wie schwimme ich? Das ist Tauchen. Springen ist Tauchen, meine Damen und Herren. Hätte da nicht erwartet, ich weiß. Aber ist okay. Na gut. Dann werden wir jetzt hier eine Pause machen. Und uns diesen meisterhaften Sprung dann nochmal im nächsten Part ansehen.
Beziehungsweise, wenn ich dann den Akku geladen habe. Das heißt, speichern. So, und dann sehen wir uns hier das nächste Mal wieder. Bis denne, liebe Antenne.